Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Leckers am Start und willkommen zu einem weiteren Video. Heute wieder mit Annika, aber wir haben vom letzten Mal die Bikes geswitcht und zwar sind wir heute mit den Supermotos unterwegs. Wir haben wieder zum Glück bombastisches Wetter und komplett leere Straßen hier am Deich in Hamburg. Ist das geil, oder? Diese beiden Schätzchen nebeneinander. Diese drei Schätzchen nebeneinander. Du bist der größte Schatz auf jeden Fall von allen. Und hier ist schon richtig viel passiert. Bei mir habt ihr ja gesehen, ich habe eine LED-Lichtmaske. Annika hat jetzt auch eine LED-Lichtmaske für ihre Karre. Und hier vorne das Ding, was sonst neongelb war, in schwarz. Sieht richtig geil aus. Die Felgen hat man bei mir auf YouTube auch noch nicht gesehen. Guckt euch mal hier die Farbe an. Wie heißt es nochmal? Magnesium. Magnesium. Richtig geil. Und mit dem Blau, also... Geil, sieht bombastisch, ne? Aus und ich würde sagen, wir quatschen nicht lang rum, sondern fahren los. Boah, ich muss auch sagen, das ist wirklich mein absolutes Traummotorrad. Ich habe mich so verliebt, vor allem dachte ich am Anfang, mir gefällt dieses pink-blaue Matte mehr. Und jetzt mit der Sitzbank und mit dem anderen Zeug bin ich mir schon wieder total unsicher. Ich finde beide Dekore so unglaublich schön. Ja, aber ist doch dann schön, wenn man sich nicht entscheiden muss. Was ist das denn hier überhaupt? Guck mal, ich kann den komplett drehen. Ist das normal? Weil du mal doch gestürzt bist, oder? Vielleicht ist das eigentlich nicht normal. Ja, danke fürs Erinnern. So, los geht's. Schönstes Wetter und hier wird kreuz und quer gefahren, weil die Straße gesperrt ist hinter uns. Ja. Das ist richtig geil. Hallo. Und das heißt, dass wir mal einen schönen Wheelie machen können und damit schön ins Video starten. Habe ich nämlich schon so lange nicht mehr gemacht. Darauf habe ich richtig Bock jetzt. Guckt euch das mal an. Oh. Ist das geil? Oh, ich mag das einfach so gerne und mit der XC gehen die Wheelies so gut von der Hand. Man kann sogar schön lenken und so mit der Karre. Das ist halt geil, ne? Mit der Super Duke und so, mit einer Supersportler, Wheelies gehen auch. Aber auch du kannst halt nicht so gut lenken. Sondern, ja, aber ich fahre doch keine, wie schnell ist die hier? 50, glaube ich, ne? Ich fahre ja nicht schneller als 50. Hier, willst du mich sehen? Pass auf hier. Zeig mal, wie das, ich will mich mal selber dann sehen in deinem Video, wie mein Bike im Sonnenlicht glänzt. Geil. Sehr schön. Ach, ist das geil. Das sind, ich sag euch, das sind Couple Goals hier. Das stimmt. Wirklich. Boah, ich bin auch so glücklich mit dir. Mit seiner Freundin hier am Deich ein paar Wheelies zu machen und so, geil. Aber ich verliere ein bisschen den Grip hier, weil sich das so bewegt. Das ist komisch. Boah, gefährlich. Ich muss dir mal neu holen. Nicht. Aber so einfach ist das nicht mit den Griffen. Ja. Das ist so krass, dass ich so viele unterschiedliche Motorräder habe und eigentlich so viel fahre, aber alle Motorräder so wenig drauf haben, weil ich die so oft wechsle. Ich habe auch keine 1800 Kilometer auf dem Ding hier. Bist du mal meine überhaupt gefahren? Jetzt so wie sie ist, du bist sie doch nur auf Stolle gefahren. Ja, ich bin die nur auf Stolle gefahren. Deine bin ich gar nicht gefahren. Das wäre doch mal was. Lässt du mich die denn fahren? Ja, wenn du vorsichtig bist. Aber das weiß ich eigentlich bei dir. Ja, ich lasse dich fahren. Oh, sehr gut. Dann würde ich sagen, witzig, guck mal, der Ort heißt Borstel. Weißt du, wo ich aufgewachsen bin? In Klein-Borstel. Das ist wo ganz anders, witzig. In Hamburg. Aber wir haben 50 Betriebsstunden und ich musste gerade einen Ölwechsel machen. Endlich mal wieder. Und ich dachte mir, ich glaube, ich habe noch nie im Video gezeigt, wie ich einen Ölwechsel mache. Da habe ich mir Teile bei Autodoc bestellt und den dann zusammen mit Annika gemacht. Und ich würde sagen, das blende ich mal ein, wie wir das alles gemacht haben. Kommen wir zum besagten Ölwechsel bei der 500er. Und ich sehe gerade hier, ich bin schon wieder ein bisschen hinterher. Ich habe schon 54 Betriebsstunden drauf. Das heißt, vor ungefähr 4 oder so hätte ich es schon machen müssen. Aber ihr wisst, wie ich bin. Ich bin ab und zu ein bisschen faul, denke, ach, eine kleine Runde geht noch. Und das ist so ein bisschen das, was mich auch ein bisschen nicht stört, aber es ist halt ein bisschen nervig. Bei der SMCR war das so, dass ich 10.000 Kilometer fahren konnte, um dann mal einen Ölwechsel zu machen. Und bei diesen Wettbewerbskarren muss man eigentlich alle 15 bis 20 Betriebsstunden einmachen. Das nervt halt ein bisschen. Aber es geht super schnell und super leicht. Alles, was ihr dafür braucht, ist einen Werkzeugkasten, Öl. Da haben wir das 15W50 300V. Das ist spitze. Einen Ölfilter und dann natürlich eine Ölwanne und ein bisschen was zum Saubermachen, wenn man ein bisschen kleckert. Weil das alte Öl können wir ja nicht einfach wegschmeißen. Deswegen ganz wichtig dieser Behälter und da muss man das ordentlich entsorgen. Werkzeugöl und Ölfilter habe ich natürlich bei Autodoc bekommen. Das habe ich euch ja letztens schon mal vorgestellt. Auf der Internetseite oder
oder auf der App von Autodoc findet ihr alles rund um das Bike und natürlich auch Auto. Ich blende euch das hier mal ein. Es gibt super viele Kategorien, ob ihr irgendwas tunen wollt oder einfach wie hier so einen normalen Service machen, was austauschen, Reifen, Felgen, Licht, Spiegel, Bremsanlage, Federung, Fahrwerk, alles gibt es da. Von A bis Z, ob kostengünstige Produkte bis zum High-End-Bereich. Da müsst ihr einfach mal gucken, was für euch das Richtige ist. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit dem Ölwechsel. Ich muss hier erstmal den Unterbodenschutz abmachen und dann lassen wir das Altöl rauslaufen und gucken mal an, wie das aussieht. So, oh, das haben wir richtig gut hinbekommen. So, jetzt kommt es richtig raus. Hier haben wir die Magnetschraube. Und hier kann man auch immer sehen, ob da Metallspäne drin sind. Das sieht aber tatsächlich eigentlich relativ gut aus. So. So, das ist jetzt so vorerst schon mal ein bisschen gereinigt. Ich gehe jetzt gleich nochmal raus vor und mache das alles ordentlich mit Bremsenreiniger. Dann kommt das bzw. der neue Ölfilter rein. Und dann können wir schon das neue Öl nachfüllen. Wir haben den neuen Filter und alles soweit drin. Jetzt kommen wir zum Öl. 1,5 Liter kommen in die 500er. Die Produkte habe ich natürlich alle, wie gesagt, bei Autodoc gefunden. Schaut da gerne mal vorbei. Unten ist ein Link in der Beschreibung. Unter anderem hat Autodoc auch einen richtig geilen YouTube-Channel. Da sind viele Tutorials zu finden. Zum Beispiel, wie ihr bestimmte Services durchführt, wie ihr bestimmte Anbausachen macht, gerade auch im Auto- und Motorradbereich. Und gerade wenn bei euch auch demnächst was ansteht, schaut gerne mal bei Autodoc vorbei, denn dort gibt es über 4 Millionen Produkte von super vielen verschiedenen Herstellern. Jetzt muss nur noch diese Schraube hier rauf und dann sind wir wieder startbereit. Dann geht's los auf die Straßen. Dann können wir jetzt mal wechseln und da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich bin jetzt schon auf so vielen EXCs und deine fühlt sich immer komplett anders an. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber geil. Nee, du findest, meine fährt sich ja nicht so gut. Ne? Alle anderen sagen, meine fährt sich besonders gut. Tja, Annika, für dich ist das nichts. Worauf ich Bock habe, ist die Sitzbank. Ne? Man sieht das hier durch diesen Stoff. Guck mal, wie ich hier hängen bleibe. Und jetzt hier zum Beispiel, die sieht zwar schön aus, aber der Stoff ist schon relativ rutschig. Die ist halt dafür nicht gemacht. Das stimmt. Also ich finde es schon erstaunlich, wie witzig sich das Enduro-Fahrwerk anfühlt, wenn ich in die Bremse gehe. Du kannst ja mal bei mir vorne so ein bisschen bremsen. Boah, Junge, ich habe gerade vergessen, dass du ja eine bessere Bremse hast. Ja. Ja, guck mal, deine Alter, muss man richtig doll bremsen. Ja, aber guck du tauchst auch rein. Ganz schön. Ja, aber nicht so wie das. Guck mal hier. So, Bremse hier. Hey, wir haben einfach leere Straßen hier. Das ist so geil. Boah, die kommen ja richtig hoch. Was ist hier los? Was ist denn hier los? Boah, das sieht so gut aus. Boah. Ja! Geil. Krank. Ich weiß gar nicht, in welchem Gang ich bin. Die hat so viel Power. Dritter bestimmt, oder? Oder ja, zweiter? Im dritten? Im dritten pusht die aber hoch. Hart. Das ist ja krass. Was ist denn hier los? Hier ist auch gesperrt. Wir sind komplett irgendwie in einer gesperrten Gegend, oder was? Muss ich sagen, echt ein 350er-Fan und die fährt sich echt richtig geil. Boah, probieren wir es mal so viele. Im vierten Gang. Guck dir das mal an. Ey, und die ist lang übersetzt, ne? Der macht halt Bilder geil. Aber ich muss sagen, also die Hinterradbremse ist nicht so geil wie meine. Ich habe ja auch eine Wave Big Size und die packt mehr zu als die. Also im vierten war mir das schon ein bisschen unangenehm. So, jetzt testen wir doch mal den Grip hier. Macht mir die ja nicht schreckig. Geil. Boah, das ist so krass. Du klebst auf dieser Sitzbank. Das ist Wahnsinn. Geil. Schön. Das ist so geil auch am Motorradfahren, dass man irgendwie gefühlt, selbst wenn Straßen oder so gesperrt sind, dass man immer so ein bisschen langsam über die Fußgängerwege fahren kann. Das ist richtig geil. Man ist unstoppable. Unaufhaltsam sozusagen. Also wirklich schön, die 350. Danke. Guck mal, jetzt machen wir ein bisschen Enduro. Komm runter, mein Schatz. Jo. Vielen Dank für das Vertrauen. Ja, in dich doch immer. Das wollte ich so hören.
Es macht echt Sauspaß, wirklich. Es ist ein tolles Bike. Also, das gibt mir auch, also ich glaube, der größte Unterschied ist tatsächlich die Sitzbank. Ne? Also wenn ich so eine Sitzbank mit so viel Grip hätte, dann würde auch viel mehr gehen. Das ist krass, was das für eine Rolle spielt, wie viel das ausmacht. Ey, mit der Originalen, da war ich auch nur am Rutschen. Das macht überhaupt keinen Spaß. Krank. Super. Annika, es war ein schönes Video. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, wenn Däumchen wie man Träumchen. Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Peace und haut rein, die Landratten. Tschüss.